Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges, wo wir jetzt ein Ringgeist sind, ganz offensichtlich. Ein Nazgul, guck mal, wie er aussieht. Ich würde sagen, Talion ist not a moost. haben wir neue Fähigkeiten oder so ein Scheiß? Nee, ne? Das ist... Oh, es ist weniger geworden heute. Ist es weniger geworden? Sieht so aus, ne? Sind überall nur noch teilweise zwei Sachen. Beherrschen geht immer noch, oder was? Geist. Ist alles weg soweit? Gedankenschinde. Beherrschen wirkt schneller. Schürfer, ja. Tote auferwecken. Das ist neu. Tote auferwecken ist neu. Drücke bei voller Macht im Kampf, um gefallene Fußsoldaten wieder auferstehen zu lassen. Todestroll, unsterbliche Bestie, unerwünschte Loyalität. Interessant. Wo bin ich jetzt? Da. Mhm. Du kannst Hauptmänner oder höherrangige Orks dir vorzüglich auferstehen lassen. Schließe die Kampfgruppen ab. Champions in Minus Morgul. Ach du dicke Scheiße. Beherrschen wirkt schneller. Das ist klar. Okay, das ist aber neu. Dafür ist bei Fernkampf irgendwas weggekommen. Wie mir scheint. Also wir haben noch weitestgehend alle Fähigkeiten. So wie es aussieht. Haben wir auch noch Fernkampfbeherrschung oder sowas? Das da. Schatten beherrschen. Das ja. Ziehen der Schattenangriff. Was war denn das? War das nicht hier hinten? Oder war das hier? Um umstehende Verbindung Hauptmänner zu erzählen. Achso, okay. Ach, das war das, was ich. Ja, okay, ich weiß. Wo war denn? Diese Schattenbeherrschen, Seelenzittern, die Aufzehrung, nee. Ist das jetzt weg? Kann das sein, dass das weg ist? Mit dem Bogen? Ich glaube, das ist weg, ne? Gehört das nicht? War das Geist oder Fernkampf? Ich weiß das nicht. Mächtiger Schuss haben wir auf alle Fälle noch. Schattenkette. Ziehender Schattenangriff. Schattenbeherrschen. Drücke beim Zielen auf einen Feind. Um ihn sofort zu erreichen und zu beherrschen. Also war Kreis. Ich drücke immer Dreieck und Kreis. Warum drücke ich dann immer Dreieck und Kreis? Scheint, wie ich doof bin. Spielerwerte. Oh, cool. Das ist neu. Okay, dann muss ich mal ganz kurz auf die KT gucken. Fähigkeitenpunkte sind noch so weit vorhanden. Wir haben ein bisschen was Neues. Ich will nicht zu weit rauszoomen, aber... Hier gibt es sonst nichts. Ich bin... I'm fucking shocking. Der helle Herrscher, nicht verfügbar. Wett. Grabwandler. Aha. In den Ruinen von Gorgoroth trafen Eltariel und Dur auf Isildur, der mit dem bisher niederträchtigsten Mittel kämpfte. Einer Armee von Geistern. Jo. Muss ich jetzt... Hoffentlich muss ich jetzt nicht nochmal alles erobern. Das wäre ein bisschen doof. Wir sind immer noch bei 79%, aber der helle Herrscher ist jetzt nicht mehr verfügbar. Okay. Ich zoome mal kurz raus. Wie sieht es denn jetzt kartenmäßig aus hier? Darf ich überhaupt noch irgendwo hin jetzt? Wo bin ich denn? Ich bin hier. Nicht verfügbar. Kann ich nicht. Keine Ahnung, was jetzt abgeht. Ich kann jetzt hier hin. Aber der helle Herrscher ist nicht verfügbar. Und ich bin jetzt ein Ringgeist. Das ist auch neu. Was ist hier denn los? Wieso glotzt hier ein Auge lang? Ja, okay. Keine Ahnung. Pass auf. Ich eier jetzt hier schon wieder rum. Pass auf, wir gehen jetzt hier einfach rein und metzeln erstmal alles weg.
Keine Ahnung, was wir machen sollen. Wie wollt ihr denn Tote töten? Was ist der denn hier? What du? Kannst du den mal angreifen hier? Heck. So, lass gerne abkommen machen. Tschüss. Wird erobert. Ich kann nicht erobern hier. Haben wir. Jetzt. Eins. Okay. Als nächstes B. Von mir aus gerne. Das ist merkwürdig. Fühlt sich irgendwie komisch an. Aber von mir aus gerne. Also ein Nazgul, der gegen andere Nazgul antritt. Ja, sicher. Bei voller Macht. Ach ja, stimmt. Also wenn Geister getötet werden, können wir die wiederholen. Das muss ich mir nur irgendwie mal merken. Das wäre nämlich ganz sinnvoll. Aber ich nutze ja eher so Hinrichtungen als sonst irgendwas anderes, ne? Wie mich jetzt? Nee, sehe ich nicht so. Ich bin ein Nekromant, ja, da hast du recht. Ach, Gott. Was waren das? Dreieck und Viereck? Kannst du mal bitte den angreifen? Tschüss. Schnauze. Ist mir jetzt alles weg? Da bin ich ja ganz keck. Mach das einfach mal, ne? Ich mie die jetzt mal alle um. Ich warte mal, ne? So. Okay, wenn wir die Punkte hier erobern, dann wecken wir auch gleichzeitig die Leute wieder auf. Das ist ein bisschen weiter weg. Dann müssen wir da eben hinzuppeln. Okay, jetzt also jetzt gegen die Nazgul hier antreten, ist ja gar nicht so ein großes Problem, wie ich finde. Ist ja mehr so easy going. Moin. Hier, komm, ich mach dich mal kurz beiseite. Junge. Du auch noch? So. Ihr dürft euch. Ich mach mal weiter hier. Aber ich muss mal eben nach C. Zum großen C. Oder zum hohen C. Könnt ihr aussuchen? Hallo? Geht's hier hoch? Jetzt. Okay, wir haben eigentlich noch alle Fähigkeiten, die wir mit Celebrimbor auch hatten. Nur, dass wir jetzt Nekromant sind und Tote auferwecken können. Das ist höchst interessant. Ist eine nette Wendung. Hätte ich so nicht erwartet. Nicht ganz ehrlich. Ich dachte jetzt echt, wir marschieren hier steil durch. Wir machen erstmal Hackfleisch aus dem Kollegen. Eben schnell.
Na, abhauen geht nicht. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Hallo? Jetzt mach doch mal. Ich kann nicht. Du kannst den Hexenkönig nicht töten. Na endlich. Ich wollte schon wieder nicht. Ciao. Dann machen wir erstmal Instant Hackfleisch. Cool. Wow, das war total unhilfreich. Ich sag's nur. Aber wir mähen uns hier so durch. Schön, dass das noch angezeigt wird. Freut mich sehr. Hau ab. Deine Mutter zermalmt dich, Junge. Hast du mich gerade angefasst? Da geht's um nicht. Natürlich kann ich alle besiegen. Siehst du doch, wie ich das kann. So, bleibt nur noch der. Auf nach der. Das ist voll easy, jetzt gerade durchzumaschinen. Soll das so sein? Das ganze Spiel war kackschwer, Alter. Vor allem gegen Nazgul und so. Hatte ich teilweise echt ein Raging. Und jetzt hier, Alter, dumm. Ich gehe hier so mal durch. Tralala und viel die drei. Weißt du, was ich sehe? Du siehst gar nichts mehr. Ich werde es dir trotzdem sagen. Ich sehe eine Stadt, die hier oben ist Tummelum. So, dann gleich ran an den Nazgul. Bin ich doch schon. Macht man nicht so eine Hoffnung? Na, anfassen kostet aber extra, mein Freund. Das war der Falsche. Und Feierabend für dich. So, wir will noch mal, wer hat noch nicht? Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Gewinne. Sind wir echt erst bei 4 Minuten? Nee, mein Timer ist schon wieder stehen geblieben. Das ist nicht so gut. Das heißt, die Folge ist wahrscheinlich wieder im Arsch. Das ist überhaupt nicht gut. So, da ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie lange die Folge geht, muss ich die jetzt leider hier mal kurz beenden und hoffe, dass noch alles soweit da ist. Wenn nicht, wäre das echt schadhaft, weil hier fehlt dann echt viel. Darum sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde Schatten des Krieges. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss.